Ich kann das auch nicht verstehen, wie manche Leute ihre Bücher so misshandeln können. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte heute Besuch von meinem DHL-Mann und er hat mir dieses Paket mitgebracht. Ich habe es jetzt schon mal aufgeschnitten, habe aber noch nicht reingeschaut, was alles drin ist, beziehungsweise ich weiß ja, was alles drin ist. Aber das möchte ich euch heute gerne vorstellen und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Artikel. Es sind diesmal nicht nur Bücher, sondern auch ein paar Blu-rays und noch was für meine kleine Nichte, aber das seht ihr dann gleich. Als erstes habe ich mir Ich bin hier bloß die Katze von Hanna Johansen, ich hoffe mal, dass es so ausgesprochen wird, gekauft. Das ist im DTV Verlag erschienen. Ich blende euch natürlich nochmal unten ein, was ich dafür bezahlt habe bei Rebuy. In dem Buch geht es um eine Katze, wie das Cover vielleicht schon verrät. Und zwar wird aus der Sicht dieser Katze so ein bisschen erzählt, wie Katzen die Welt sehen, was sie von Menschenkindern halten, was sie von Weihnachten halten. Ich habe mir den glatten Text durchgelesen, habe mir auch ein paar Rezensionen angeschaut und ich fand das Ganze richtig süß. Vor allem ist in meiner 18 für 2018 Challenge eine Aufgabe mit dabei, ein Buch mit einem Tier auf dem Cover und ich würde sagen, wenn ich das gelesen habe, habe ich die Challenge schon mal abgehakt. Buch Nummer 2 ist von Erika Stalder und heißt Ich glaube, ich habe ein Date. Das ist nicht so ein wirklichen Roman, sondern die Autorin hat so ein paar Date-Regeln, die man vielleicht vor dem ersten Date beachten sollte, hier zusammengefasst. Und da sind auch super schöne Illustrationen drin. Und hier ist zum Beispiel das Blind Date, Vorteile, Nachteile oder das Gruppendate, Vorteile, Nachteile. Und was ich auch gesehen habe, es geht um die Kleiderordnung, die Manieren, alles, was man wirklich bei einem Date beachten muss. Ich fand es mal ganz interessant, ich werde mir das definitiv die Tage mal durchlesen und werde euch dann natürlich auch verraten, wie ich das Ganze empfunden habe. Dann ist noch ein weiterer Roman bei mir eingezogen und zwar Können diesen Augen lügen von Ellie Larkin. Ich hoffe mal, dass ich die Namen alle richtig ausspreche. Und zwar geht es in dem Buch um unsere Protagonistin, sie heißt Savannah. Und sie lernt damals auf der Uni ihren Traummann kennen. Nach ein paar Jahren heiraten die beiden und sie beschließt, sich einen Hund zuzulegen. Das ist kein kleiner Welpe, sondern so richtiger kleiner Kampfkoloss. Und weil sie das Ganze ein bisschen überfordert, sucht sie sich Hilfe bei ihrem Tierarzt, der natürlich äußerst attraktiv ist. Und dann haben wir wieder die schöne Dreiecksbeziehung. Wie das Ganze ausgeht, werde ich euch natürlich auch verraten, wenn ich das Buch gelesen habe. Übrigens waren bisher alle drei Bücher wie im Neuzustand. Jetzt hier unten ist so minimal an der Ecke, das kann aber auch beim Verpacken passiert sein. Aber keine Leserillen, gar nichts. Aber das nächste Buch, das ich euch zeige, hat leider Gottes Leserillen. Es stand als gut in der Beschreibung. Es ist leider für mich nicht mal mehr gut, aber ich zeige es euch. Ich habe es nämlich hier gerade schon gesehen. Das wäre dieses hier, Happy End für Anfänger von Lucy Robinson. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber vielleicht von dieser Form. Also es sind schon sehr, sehr viele Leserillen drin. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich das so natürlich dann nicht im Regal stehen haben möchte. Aber vielleicht setze ich es einfach in die zweite Reihe. Und falls mir das Buch nicht zusagt, dann würde ich es natürlich auch wieder weiterverkaufen. Ich bin da leider Gottes ein bisschen zwanghaft. Ich lese meine Bücher gefühlt immer so, damit wirklich keine Leserillen entstehen. Ich kann das auch nicht verstehen, wie manche Leute ihre Bücher so misshandeln können. Das mache ich vielleicht mal mit einer Urlaubslektüre, wo ich weiß, dass ich die nicht weiter behalten möchte oder im Schrank stehen haben möchte. Aber ich glaube, es kommt eigentlich bei mir nie vor, dass ich so ein Buch lese. Bei dem kann ich es jetzt machen, es ist eh schon verhunzt. Aber ich möchte euch jetzt natürlich auch was zu dem Buch erzählen. Hier geht es nämlich um Fran. Fran wurde gerade verlassen und trinkt sich mit Jim die Sorgen und den Kummer von der Seele. Und ihre Freunde können das ganze Trauerspiel nicht mehr mit ansehen und sagen ihr, sie soll sich bitte jetzt erstmal ein paar Dates suchen. Und wenn sie diese Dates hatte, dann darf sie nochmal diesen Michael oder Michael anrufen, der sie verlassen hat. Aber ob die Dates erfolgreich sind und sie ihn vielleicht nie wieder anrufen wird? Wir werden es erfahren. Dann liegen hier zwei Blu-rays oben auf, die hier knistert. Mal gucken, was da drin so klackert. Ja, war ein Stück Plastik.
Auf jeden Fall, Man of Steel habe ich damals mit meiner Schwester im Kino in Esslingen gesehen, als ich sie besuchen war. Und den hier habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin sowieso momentan im Marvel und DC Marathon. Aber ich bin schon ganz gespannt. Den aktuellen, der jetzt im Kino war mit Aquaman, den habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist noch so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Aber den hier habe ich jetzt schon mal daheim und wenn er an der Reihe ist, kann ich ihn direkt schauen. Dann ein weiterer Roman. SMS für dich von Sophie Kramer oder Sophie Kramer. Das Ganze habe ich gelesen, wurde verfilmt, habe es aber im Kino oder auf Netflix oder im Fernsehen noch nie gesehen. Auf jeden Fall geht es um Clara. Clara ist mit jemandem zusammen, der ihr einen Heiratsantrag macht. Doch kurz drauf verschwindet er und sie erfährt plötzlich, dass er gestorben ist und für Clara bricht eine Welt zusammen. Jetzt ging die Kamera aus. Für Clara bricht eine Welt zusammen und sie beginnt ihm SMS zu schreiben, aber seine Nummer ist mittlerweile wieder vergeben, das weiß Clara allerdings nicht. Also landen ihre SMS bei einem jungen, attraktiven Mann, der sich dann plötzlich auf die Suche nach ihr macht. Wer den Film gesehen hat, kann mir gerne mal schreiben, wie er heißt. Würde mich doch mal interessieren, wenn ich das Buch gelesen habe, mir dann auch den Film dazu anzuschauen. Es steht drauf mit Caroline Herfurth, Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Frederik Lau, Cordula Stratmann und Katja Riemann. Also eine deutsche Produktion, würde ich jetzt mal glatt schätzen. Machen wir mal weiter. Da liegt direkt oben drauf noch eine Blu-ray. Und zwar Begabt, der neue oder neueste Film mit Chris Evans. Wie ihr wisst, ich stehe ja total auf Chris Evans. Jetzt egal, ob er Captain America ist, Steve Rogers oder hier dem alleinerziehenden Onkel seiner kleinen Nichte. Irgendwann erfährt die Großmutter oder kriegt mit, dass sie, also dass die Kleine besonders begabt ist, ein sehr kluges Kind ist, unterfordert in ihrer Schule und möchte sie dann zu sich nehmen und möchte sie da rausholen und möchte einfach nicht mehr, dass ihr Onkel, also er hier, Chris Evans, auf sie aufpasst. Und er befürchtet einfach, dass sie durch diese neue Schule oder dieses neue Programm, ich weiß es gar nicht ganz genau, ihre Kindheit geraubt kriegt und nur noch gefördert wird und einfach kein Kind mehr sein kann. Ich habe mir den Trailer angesehen und ich habe direkt Gänsehaut auf dem Arm. Also ich werde definitiv in den nächsten Tagen diesen Film reinschmeißen und meinen Marvel-Marathon mal kurz unterbrechen. Dann habe ich hier noch ein Kerstin Gier-Buch. Wie ihr seht, ist es die englische Ausgabe. Das hat aber ein paar Hintergründe, warum ich die englische gekauft habe, obwohl ich ja schon die deutsche habe. Und zwar möchte ich das Buch verschenken an meine beste Freundin. Die heißt nämlich lustigerweise Ruby oder Ruby. Und mit ihr habe ich letztes Jahr im Herbst, glaube ich, die ganze Edelstein-Trilogie Filme habe ich gesehen. Und sie fand sie eigentlich auch super schön, kannte die Bücher allerdings nicht. Und das Ganze passt einfach super gut, weil Ruby einfach Ruby heißt, weil hier der Big Ben drauf ist und Ruby eigentlich aus England kommt. Und weil sie die Bücher noch nicht gelesen hat und weil die Bücher auf Englisch sind, ist noch was anderes. Ich hoffe, sie wird sich drüber freuen. Dann habe ich noch ein Buch gekauft. Eigentlich nicht, weil es schon ewig auf meiner Wunschliste stand. Aber ich habe schon so oft davon gehört und weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Und dann habe ich es bei Rebuy gesehen und es hat, glaube ich, noch 2 Euro gekostet. Und ich stehe ja so auf gebundene Ausgaben. Und ich dachte, 2 Euro für eine gebundene Ausgabe von einem Buch, das du überall hörst, aber es noch nie gelesen hast, ich zeige euch jetzt auch, um was es geht. Und zwar Reckless von Cornelia Funke. Es gibt ja viele, die das Buch extrem hypen. Ich habe es aber auch schon von vielen gehört, dass es ihnen nicht so gut gefallen hat wie die anderen Bücher von ihr. Aber ich lasse mich mal überraschen. Hier steht nur drauf, es waren einmal hinter dem Spiegel in einer Welt voller Zauber und Gefahren. 2 Brüder, von denen der eine auszog, den anderen zu retten. Klingt nach Fantasy, klingt so ein bisschen nach die böse Königin mit ihrem Spiegel, aber ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall ist es eine gebundene Ausgabe. Man sieht gar nicht wirklich, dass sie gebraucht ist. Gut, hier oben so minimal, aber das kann jetzt auch vom Verpacken sein. Aber fast wie neu, würde ich sagen. Und dann liegen hier jetzt noch jeweils 2 Artikel drin. Und das wären einmal 2 Blu-Rays. Ich habe dieses Mal echt viele Blu-Rays gekauft. Wo ich gerade letztens erst DVDs ausgesondert habe und bei Rebuy verkauft habe, auch wenn man da nichts mehr für kriegt. Aber ich dachte, bevor ich sie jetzt wegwerfe,
Also falls ihr mal interessiert seid an so einem Art Flohmarkt, wenn ich mal wieder ausmiste, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Dort schreibe ich es nämlich immer in meine Insta-Story, wenn ich gerade was loswerden möchte. Bevor ich es wirklich wegwerfe oder für 10 Cent zu Rebuy gebe, dann gebe ich es lieber einem von euch. Auf jeden Fall jetzt mal kurz nochmal zu unserem Unpacking. Einmal ist das Hobbits Smaugs Einöde. Wer mich kennt, weiß, dass ich total auf Herr der Ringe stehe. Ich habe allerdings vom Hobbit noch keine DVDs gehabt. Jetzt habe ich eine. Ich glaube, die hat noch 1,79 € gekostet und es ist wirklich nichts dran. So, ich muss gerade reinschauen. Ja, 2 DVDs. Sogar noch die ganze Beschreibung mit dabei und die ganze Werbung mit drin. Hat jemand nicht mal reingeschaut. Weil normalerweise sagen sie bei Rebuy, man soll alles rausnehmen und alle Sticker entfernen, aber irgendwie hier jetzt nicht. Und dann Nummer 2, ein ganzes halbes Jahr. Ich habe es euch ja schon in einem anderen Video von einem Buch erzählt und dass mir der Film so gut gefallen hat, dass ich 2-mal im Kino war und 2-mal geweint habe. Und ich habe letztens noch zu meiner Freundin gesagt, oh, wir müssen den Film unbedingt nochmal schauen, der war so schön. Und ich wollte die Bücher ja nochmal rereaden, aber man müsste ungefähr 48 Stunden pro Tag haben, damit man das alles schafft, was man schauen, lesen und hören und spielen will. Auf jeden Fall habe ich den Film jetzt hier und egal wann sie mal vorbeikommt, haben wir was, das wir schauen können. Kommen wir zu den letzten beiden Artikeln. Die sind auch wieder nicht für mich, sondern für meine kleine Nichte. Die wird nämlich am 15.02. ein Jahr. Die will noch kein Spielzeug, die will einfach nichts haben. Und meine Schwester hat halt alles an Spielzeug und sagt, ich brauche jetzt nicht noch mehr. Aber meine Schwester und ich sind riesen Disney-Fans und finden beide, dass die neuesten Disney-Movies oder Pixar-Movies gar nicht mehr so schön sind wie früher. Natürlich sind ab und an ein paar schöne dabei, aber so Filme wie Fleischig mit Aussicht auf Hackbällchen oder wie das Ding auch immer heißt. Ich weiß nicht, nee, Wolkig mit irgendwas mit Hackbällchen, Fleischbällchen, was weiß ich. So ein Käse. Und Ariel und die Schöne und das Biest sind einfach noch Oldschoolen, sind richtig schöne Filme und das hier sind halt jetzt die Hörspiele dazu. Ich wollte eigentlich noch König der Löwen kaufen, aber der kam tagelang nicht rein. Da habe ich gedacht, komm, dann holst du halt die zwei und sie hat ja noch öfters Geburtstag und ist auch Ostern und ist auch Weihnachten. Dann kann ich ihr da immer noch was kaufen. So ihr Lieben, die Kiste ist leer. Wir haben es geschafft. Es war mal wieder eine Großbestellung, die ich gemacht habe. Mein DHL-Mann sagte letztens schon, ich würde viel zu viel bei Rebuy kaufen. Ja, leider Gottes schleppt er auch die Avell-Päckchen zu mir und er weiß scheinbar nicht, dass Avell so gut wie das gleiche ist. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Video wie ich beim Drehen. Sagt mir gerne mal, was ihr von den Büchern haltet, ob ihr sie schon gelesen habt, was ihr zu den Filmen sagt, etc., etc., etc. Ich freue mich immer, mit euch unter meinen Videos zu diskutieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen, da heiße ich auch Canis Minor Art. Wie gesagt, schaut ab und zu mal in die Story rein, da habe ich hin und wieder ein paar Bücher, Filme etc., was ich loswerden möchte, die ich loswerden möchte. Ihr dürft euch auch gerne mein letztes Video anschauen oder mir ein Abo da lassen, da habe ich absolut nichts dagegen. Ich sage auf jeden Fall jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.